Viele können noch immer nicht fassen, was passiert ist. Sie wollten das neue Jahr begrüßen im schicken Istanbuler Nachtclub Reyna. Plötzlich fing jemand in einem Weihnachtsmannkostüm an, in die Menge zu schießen. Ich stand mit dem Rücken zum Geschehen, als mein Mann mir sagte, ich solle mich auf den Boden legen. Er legte sich über mich. Es waren zwei oder drei Männer, die geschossen haben. Dann war da so ein Nebel und ich bin ohnmächtig geworden. Sie haben einfach weitergeschossen. Auf dem Boden waren überall Menschen. Dann haben uns Spezialkräfte rausgeholt. Mein Mann hat drei Schusswunden. Der Club Reyna liegt direkt am Bosporus und ist vor allem bei der türkischen Oberschicht und Ausländern beliebt. Viele der Gäste seien ins Wasser gesprungen, so Augenzeugen. Vermutlich war das ihre Rettung. Die Regierung widerspricht Aussagen von Zeugen, es habe mehrere Angreifer gegeben. Demnach sei es nur ein Mann gewesen, der vor der Tür einen Polizisten und einen Zivilisten erschossen hat und so in den Club gelangen konnte. Vorerst hat die Regierung eine Nachrichtensperre verhängt, um Spekulationen vorzubeugen. Präsident Erdogan warnte schon in seiner Silvesteransprache vor Terrorakten. Die Türkei kämpft einen neuen Krieg um ihre Unabhängigkeit. Unsere nationale Einheit, territoriale Integrität, Wirtschaft und Außenpolitik, kurz gesagt alle Elemente, die uns als Staat ausmachen, sind heftigen Angriffen ausgesetzt. Istanbul hatte mit einem Anschlag gerechnet. 17.000 Polizisten waren in der Silvesternacht im Einsatz. Die Stadt wollte vorbereitet sein und konnte die Tat doch nicht verhindern.